Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Präsident, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Ich sage mal, das war hier eigentlich im politischen Raum seit Jahrzehnten die Devise. Aber heute haben wir eine besondere Situation. Heute haben die Linken, die Grünen diesen Gedankengang nochmal perfektioniert und noch weiter verschlimmert. Ich habe erst gedacht, ich kann nicht richtig glauben, was ich hier lese. Es geht wie immer um die medizinische Katastrophe in diesem Land, um eine Versorgungskatastrophe, in die wir sehenden Auges hineingehen. Wir haben zu wenig Ärzte, wir haben zu wenig Pfleger, wir haben zu wenig medizinisches Fachpersonal. Und wir haben eine Situation, die wir über kurz oder lang mit unserer Gesundheit bezahlen müssen. Das alle wissen wir und die Probleme liegen auf dem Tisch. Aber die Grünen möchten heute einen revolutionären Lösungsvorschlag. Sie möchten nämlich, dass sich die Betroffenen jetzt selbst um die Lösung kümmern sollen. Sie möchten nämlich 5 Millionen heute für ein Preisgeld einstellen, damit die Ideen von den Betroffenen selbst kommen. Ich sag mal, das ist typisch für eine Verbotspartei, die immer genau das Gegenteil selbst macht von dem, was sie von anderen fordern. Sie kapitulieren politisch, sie haben keine eigenen Impulse, sie haben keine eigenen Ideen und deswegen sollen das jetzt die Leute vor Ort klären. Also das ist wirklich sowas von hanebüchend. Sie machen immer das Gegenteil. Sie rufen nach Fahrverboten und fahren ja selbst mit einem Dieselbus umher, machen ihren Parteitag auf einem Dieselausflugsdampfer auf der Elbe, fahren so hoch und runter. Genau das ist grüne Art, Politik zu machen in diesem Land. Ich sag mal, seit fast einem Jahrzehnt in diesem Parlament hören wir Monat für Monat und Jahr für Jahr im Gesundheitsausschuss, was denn die Probleme sind. Sie wissen es doch genauso wie wir auch. Und das Problem ist, man kann Ideen haben, wie man will. Wenn man sie nicht politisch umsetzt, ist es einfach unnötig. Wir müssen einfach mal handeln und nicht immer nur reden. Dann wäre uns viel geholfen. Dann bräuchte man auch keinen Ideenwettbewerb, den man mit 5 Millionen Euro Preisgeld versieht. Also wie kann man auf so eine Idee kommen? Also ich habe wirklich das Gefühl, dass die Cannabis-Legalisierung inzwischen ja parlamentarisch wirksam wird, weil anders kann ich mir solche Ideen einfach nicht erklären. Die konkreten Lösungen liegen auf dem Tisch. Wir brauchen mehr Ärzte, das ist logisch. Ja? Und wir haben eine Situation, dass wir mit 100.000 Euro deutsches Steuergeld Ärzte ausbilden. Die gehen dann in die Schweiz, die gehen nach Norwegen, die gehen nach England, weil sie mit den Rahmenbedingungen nicht einverstanden sind. Und wir holen dann welche aus Kamerun hierher und sagen politisch, das ist jetzt die Lösung für dieses Land. Wir können dankbar sein, dass wir diese Leute haben. Das ist politische Kultur hier in diesem Haus, in diesem Land, in dieser Zeit. Das möchten wir nicht. Wir möchten das aus eigener Kraft schaffen. Wir möchten eigene Ärzte ausbilden. Wir möchten mehr eigene Pfleger ausbilden. Wir kennen die Probleme. Wir müssen die Bürokratie bekämpfen. Und wir haben unzählige Anträge hier vorgebracht. Es fehlt ganz einfach der politische Wille und auch bei den Grünen. Ich meine, sie haben ja alles blockiert. Sie haben ja selbst die Erhöhung von Studienplätzen im medizinischen Bereich mit blockiert. Das ist einfach nur ein Armutszeugnis, was sie hier machen. Ich persönlich sag mal, man könnte darüber lachen. Ich finde es aber überhaupt nicht witzig, weil wir hier über die Gesundheit von Menschen sprechen. Wir reden hier langfristig über Menschenleben und deswegen ist das nicht witzig. Übrigens gilt das hier alles ähnlich auch für den Antrag der Koalition. Ich meine, das kann man alles machen, das schadet nicht, aber es ist einfach keine grundsätzliche Lösung der Schieflage. Deswegen werden wir uns da enthalten, den Wahnsinn der Grünen und auch der Linken, die das ja nochmal perfektionieren, indem sie es einfach verdoppeln. Die wollen einfach aus 15 Millionen Euro machen, Klassiker. Das lehnen wir ab, weil beides ist einfach Arbeitsverweigerung im doppelten Sinne. Dankeschön.